Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus dem wunderschönen London. Mal wieder, ihr wisst ja, ich bin ja schon hier bald eingebürgert. Ich habe einen Rucksack auf, ja, weil wir nämlich heute ein bisschen was Tolles machen. Ein richtig schönes Abenteuer. Wargaming hat uns eingeladen, mich und den Curry, der gerade hinter der Kamera steht, zu einem Event der besonderen Art, ja, der Mark I, der Panzer. Der wird 100 Jahre alt und wurde vor 100 Jahren auf dem Trafalgar Square in London vorgestellt. Damals hat man noch mit hier so Klingelbeuteln Geld gesammelt dafür, damit man in den Krieg ziehen darf. Tolle Idee! Und es ist so, dass wir heute so eine Parade mitmachen. Der Panzer wird durch von Trafalgar Square Richtung Big Ben geschickt. Und dann laufen wir da mit, die ganze Straße ist gesperrt. Der Panzer fährt sogar vielleicht auch selbst mit 5 km/h oder sowas. Das wird ziemlich lustig und auch ziemlich spannend. Das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Plus eine Überraschung wird es auch noch geben. Wir werden noch ein Unboxing hiervon machen und wir waren heute Morgen auf jeden Fall lecker frühstücken. Ich kann nur sagen, das war das schlechteste Bacon, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Wir sind mit einem fabelhaften Ausblick auf London wach geworden. Ja, und deswegen würde ich einfach mal sagen, weil es so schön ist, zeige ich euch heute nochmal den schönen Ausblick. Den Big Ben, das Goldene Ei und so weiter. Alles Goldene Ei? London Ei, nicht Goldene Ei. Goldene Ei ist aus James Bond. Weißt du was? Ich gehe jetzt los mit dem Rucksack. Ne? Macht's gut und wir sehen uns auf der anderen Seite. Breaking News! Oh mein Gott! Tankangriff! Vor 100 Jahren! Scheiße. Vor 100 Jahren, Leute! Vor 100 Jahren und heute wieder! Heute ist es wieder so, wir haben einen Mark I hier stehen. Ja, das ist ein Panzer, der damals hier am Trafalgar Square vor 100 Jahren vorgestellt wurde. Und man muss sich das vorstellen, 100 Jahre alt, diese Kiste. Ist aber nicht das Originalmodell, sondern ein Replikat, also das heißt nachgebildet. Und dieser Panzer steht jetzt gerade auf solche Stahlplatten hier, welcher dann gleich hier runterfahren wird, in einer Parade Richtung Big Ben fahren wird da drüben. Und nicht dein Ernst. Doch, ist man. Ist ja der Wahnsinn. Wie schnell fährt denn dieser Panzer, Kevin? Hast du dir das gemerkt? Ganze 5 km/h. Und was ist die Höchstgeschwindigkeit? Ich glaube 10. Nee. Oder 15? 15! 15. Hat man uns, 15, hat man 15 uns so gesagt. Hat man uns so gesagt. Und es ist wirklich ziemlich beeindruckend. Ja? Kevin, was ist das denn hier? Das ist ein Luftrohr. Nee, das ist ein Schuss. Ja. Man kann, also, das Geile bei dem Panzer ist ja, der kann einfach überall aus alle Richtungen, in alle Richtungen feuern. Stimmt. Und wenn man sich jetzt da vorstellt und da reinguckt, stell mal vor, da schießt er jetzt los, dann ist das natürlich nicht so geil. Dein Auge wäre weg. Ich kann ja mal reingucken, ja, guck mal rein. Ob man da was sieht. Ne? Guck mal rein. Ach guck mal, das ist ein Maschinengewehr. Das ist, also da ist, kommt okay. Keine Rakete das, auf. Also das MG. Das MG und vorne sind dann die fetten Rohre, vorne weißt du? Sind die Rohre. Hinten sind auch Munitionspakete drauf. Ja. Und es ist irgendwie auch skurril mal zu sehen, dass die Leute damit Selfies machen und so. Weil eigentlich muss man sagen, es ist eine Waffe, um Leute damit auch. Ja klar, man muss ja auch sagen, ne, ist ja nicht alle Tage so, dass hier ein Panzer steht. Ne? Ja, deswegen ist aber halt früher, du musst bedenken, das Ding war, also jetzt nicht dieses Modell 1-1, aber es war im Krieg, man hat es benutzt, wurde auch für Soldaten genutzt, um in Deckung zu gehen. Ja, deswegen klar. Fährt er halt nicht so schnell. Ja? Und ich bin jetzt immer gespannt, er wird ziemlich laut. Ich meine, guckt euch das mal an, das steht ja auf solche Platten. Ja? Und es ist verrückt. Und der ist auch noch ziemlich schmutzig, ne Kevin? Wir sind einfach. Jetzt wisst ihr auch, warum wir alle hier sind. Gleich, wenn die Parade zu Ende ist, dann fährt das Ding, stoppt das Ding, dann müssen wir erstmal alle waschen, ja. Weißt du? Zicka, wasch! Ja, aber guckt's euch an. Ja? Da wurde früher rausgeschossen. Boah, da hat man aber schon Respekt, wenn man da vorgeht. Und hier drüben ist das. Da kamen die dicken, fetten Kanonen raus. Also ziemlich beeindruckend, das mal selber zu sehen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen Events haltet. Einfach so einen Panzer mal in London reinzustellen. Das Interessante ist, die von Wargaming haben uns ein bisschen was dazu erzählt. Man musste natürlich die Vorbereitung machen im Februar. Im Februar haben sie mit den Planungen gestartet. Haben jetzt bis zum Schluss noch gekämpft, dass der Panzer überhaupt fahren kann. Jetzt gerade im Moment haben sie noch die Zusage. Also es kann sich auch noch ändern, ne? Aber es sieht gut aus. Ja, deswegen Leute, der nächste Schritt wird entweder so sein, dass wir mit dem Panzer mitlaufen oder fahren. Oder wir fahren selber. Ja, wir dürfen leider nicht selber fahren, weil das machen wir ja im Battlefield und in World of Tanks immer mit links. Ne? So, aber das Geile ist, in Battlefield zum Beispiel nutzt man den Panzer, oder die haben auch den Panzer oft genutzt, um irgendwas einzureißen. Ne? Du kannst damit gegen Mauern und alles brettern. Wahnsinn. Ach, Freunde. Nächste Woche seht ihr den beim Play Messe-Firmen-Meeting im Garten. Ich werde springen. Du es nicht! Nein, Dennis! Oh Gott, das sieht irgendwie viel höher aus! Oh!
Okay, der Panzer hat sich bewegt vom Trafalgar Square jetzt hier hin zu diesem Torbogen. Und wenn man jetzt da weiter runter geht, kommt man zum Buckingham Palace. Das habe ich euch ja auch schon mal gezeigt, aber interessanterweise ja, ist der Panzer jetzt gerade einfach vom Trafalgar Square losgefahren, einen immensen Stau verursacht, hat auf dem Boden irgendwelche Spuren, ja, weil er so viel wiegt. Und dann mussten die immer solche Platten auf den Boden legen, damit der Panzer drauf fährt und nichts kaputt macht. Interessant ist auch noch, dass dieses Fahrzeug bereits für Indiana Jones, für die Steven Spielberg-Filme benutzt wurden. Also es ist nicht das Originalmodell vor 100 Jahren, welches ich euch ja schon erklärt habe, sondern es ist ein Replikat und welches dann wiederum für die Filme auch noch eine Verwendung hatte. Deswegen sieht das auch ein bisschen so verschmutzt aus. Ist auch noch aktiv im Dienst beim Museum. Nutzt man das, um noch ein paar Shows damit zu machen. Ziemlich spannend. Müssen wir vielleicht auch mal hinfahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Koloss. Und gerade als der diese Rampe hochgefahren ist vom LKW, Leute, es gibt schon Sachen, die kann man einfach machen, wenn man das Geld hat, ja, und verrückt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und wie ihr das mit dem Panzer seht, ob ihr sagt, richtig geile Aktion oder ob ihr sagt, Alter, das ist so verrückt. In diesem Sinne, wir gehen jetzt zu einem Center, ja, dem Elizabeth Center und spielen ein bisschen Wall of Tanks und machen gleich den Vergleich, denn dieses Fahrzeug kann man tatsächlich auf der Xbox One spielen und wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze anfühlen wird. Schöne Gelegenheit, um was zu lernen. Ne? Ja, aber Kevin, wir waren ja jetzt auch gerade in einer Pressekonferenz. Was gab es denn da so zu sehen? Ja, da gab es viele tolle Sachen zu sehen. Einmal World of Tanks, World of Warships, ganz viele neue Sachen released. Für World of Warships wurde ja eine neue Flotte angekündigt. Die Großbritannien-Flotte. Ne? Die Fische. Ah. Oh. So, Freunde, nicht wundern, weil ich ein bisschen weine. Aber der Kevin hat gerade wieder einen Brüller gebracht. Guck mal, und wir spielen jetzt Wall of Tanks. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in der Pressekonferenz gerade super viele Informationen bekommen. Also es gibt jetzt für World of Warships eine neue Flotte, die britische Flotte. Aber die Schiffe sind noch in Entwicklung, die kommen jetzt bald. Dann wurde für ein neuer Modus zum Marco König. Zum Mark One angekündigt. Und zwar ist es so, in dem Krieg, Mann. Wer bei München ist das? Nein, es war Butterballefische. Defeat. Also es wurde ein neuer Modus angekündigt, und zwar, dass man auf der Xbox One und auf der Xbox One wir dürfen uns jetzt hier heransetzen und die neuen Erweiterungen spielen, die jetzt bald für alle released werden. Und es gibt unter anderem ab sofort einen neuen Modus. Das ist für PC- und Konsolenspieler ziemlich interessant. Ihr könnt den Mark One auf der Konsole spielen. Und auf dem PC ist es so, dass ihr diesen in einem Modus begleiten müsst. Der wird dann angegriffen und ihr müsst ihn verteidigen oder ihr müsst ihn auf der anderen Seite angreifen und dann verteidigen. Also er wird über eine Spur, verschiedenen Spuren, über die Map geschleust und so weiter und so fort. So, wen funkt's denn gleich an? Tower! Da drüben. Da drüben ist der Tower. Ja, da kann man sehen. So, erklär dir mal ganz kurz, was du hier machst. Ich suche mir gerade einen richtig geilen Panzer aus. Guck mal den hier, der ist doch schick. Das ist der Tobi. Der ist der Panzer? Der ist Tobi. Ne, der heißt PZSWIV. Okay, fahr doch mal mit dem mit. Ich gehe jetzt auf Battle, meine Damen und Herren. Der sieht voll traurig aus. Müssen wir ein bisschen. Ja, das ist nur Verkleidung. Wenn er dann rausschlüpft aus seinem. Dann geht es los. Weißt du nicht mehr, was ein Kokor ist? Natürlich, da wo die Schmetterlinge rauskommen.
Genau. So, wir müssen jetzt am Schlachtfeld. Die Leute warten, da ist noch mein Panzer. Vielleicht sind auch noch andere Panzer. Und gleich, wenn du losgehst, dann schießt auch andere Panzer. Ja. 30 Sekunden. Nein, ich brauche zum Kommandieren, Mann. So, 30 Sekunden, dann geht's los. Left. Findest du denn, es ist realitätstreu? Ja, ich bin jetzt 12 Meter gefahren, da willst du mich verarschen. Wie soll ich das Spiel denn jetzt beurteilen? Achso, ich dachte, wir können schon. Der Auspuff glüht schon, wie man sieht. Ja, jetzt pass auf, guck mal, ne? Hier, jetzt geht es los. So, mach mal auf, guck mal hier. Noch ein bisschen Luft entlassen, ne? Kannst du auch Sounds nochmal? Weil 4 Sekunden. Warte, wenn ich fahre, mache ich das. Pass auf. Okay, die Community kann ja nicht hören, weil ich Geräusche die Panzer mache. Hört sich die Panzer an. Und jetzt pass auf. Bremsen und jetzt. Ob ich sozusagen der ganze Monitor ist gerade noch nachladen, warte, pass auf. Okay, ich mach nachladen Geräusche. Ja, ist schon nichts nach. So. Guck mal, der reißt ja die Bäume ein. Guck mal, hier sollen wir auch mal einen Baum einreißen. Guck mal, jetzt die Bäume einreißen. Boah, also, Tobi hat auf jeden Fall schon Power, ne? Das. So, ich fahr mal hier einfach lang. So. Okay. Wer meine Battlefield-Videos guckt, der weiß, ich bin ein richtig guter Panzerfahrer. Toll. Zwei. Schieß doch mal. Leute! Schieß! Ich kann nicht jetzt. Was war das hier? Ich kann nicht mehr fahren! Du kannst nicht mehr einmal fahren. Attack! Ist die kaputt! Attack. Left Track! Warte mal, stopp! Nein, ich fahre jetzt direkt auf dem drauf zu! Mach mal die Kamera anders! Ich sehe nichts! Wir machen. Alter, wir sind. Ist kein Problem, wir fahren noch! Komm! Fahr! Ist kaputt! Ja. So, ihr wisst ja, es ist eine kleine Tradition. Wenn ich auf Events bin, mache ich immer Unboxings von den ganzen Sets, die man bekommt. Und wir haben natürlich auch diesmal ein Set bekommen. Eine kleine Überraschung von Wargaming. Die haben uns eine Edition gegeben, Tasche. Und diese Tasche haben wir bekommen, als wir im Hotel eingestellt haben. Wir wissen nicht, was drin ist, außer die VR-Brille. So, und diese VR-Brille hat einen sehr, sehr coole sehr coolen Hintergrund. Ihr könnt euch die Tank 100 App herunterladen, die ist völlig kostenlos und ihr benötigt nicht unbedingt diese VR-Brille, aber es wäre cool, wenn ihr die hättet. Und da ist es so, dass ihr dann einfach ganz easy sehr viele Hintergrundinformationen zu den Panzern aus dem Ersten und aus dem Zweiten Weltkrieg bekommt. Also ihr sitzt dann praktisch in dem Panzer drin, könnt euch umsehen per 3D-Ansicht, wie ihr es ja von Facebook und Co. kennt, und könnt dann schauen, wie das alles funktioniert, euch wird das auch erklärt und so weiter, sehr cool. Und dann könnt ihr noch den Tank nehmen, zum Beispiel den Mark One, den irgendwo dann platzieren und dann in der Realität nochmal gucken, wie das aussehen würde. Also, interessant, probiert es aus. Tank 100 heißt die App. So, das hier die VR-Brille, da schiebt man dann sein Handy rein, ja, und dann kann man... Kommando, ich sehe alles. Kann man durchgucken. So, und da steht an der Seite nochmal die Erklärung. Ja, auf jeden Fall, das ist aus Pappe, ne, also... Fangen wir mal an. Wir haben hier eine Zeitung. Diese Zeitung haben wir aber nicht bekommen beim Check-in, sondern bei dem Tank gerade. Ja? Den Mark One, der stand ja auf dem Trafalgar Square. Das habe ich, glaube ich, 18 Mal schon in dem Video erwähnt. Und da haben wir diese Zeitung von jemandem bekommen. Und der hat dann nochmal so ein bisschen was erklärt. Und da sieht man auch ein paar Hintergrundinformationen, wie das denn alles vor 100 Jahren war im Ersten Weltkrieg. Und wann der erste Panzer ausgerollt ist, wie das mit der Spendenaktion hier oben rechts war und so weiter und so fort. Auch noch eine lustige Werbung für Wives, ja, die dann ihre Männer nicht verlieren wollen. Hinten dann nochmal ein paar Details. The Daily Mirror ist ja die Zeitung, kennen wir ja alle, das Tagesblatt, The Tank Museum. Da gibt es auch eins in Bovington, da kommt auch der Mark One her. Also wenn ihr wollt, wenn ihr euch für Panzer interessiert, könnt ihr dort gerne vorbeischauen. Wir haben dann, ich greife einfach mal rein, noch etwas, und zwar einen Comic von Dark Horse, ja, und mit ganz ziemlich bekannten Comic-Autoren, die man hier oben sieht. Und das Interessante ist, dieser Comic wird demnächst auch in Deutsch erscheinen. Wir haben jetzt hier die englische Variante und da kriegen wir ein paar Hintergrundinformationen. Oder wer möchte, kann sich halt ein bisschen unterwegs so eine kleine Story durchlesen, aus dem Ersten oder aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube aus dem Ersten Weltkrieg, klar, Mark One aus dem Ersten Weltkrieg. Wobei, Moment. Entschuldigung, ich muss was korrigieren. Das ist ja gar kein Mark One Panzer. Der ist ja gar nicht da drauf. Also, ich nehme alles zurück. Auf jeden Fall eine Story aus dem Krieg. So, und die sind ja meist nicht schön, wie ihr wisst. So, geht's weiter. Wir haben hier ein Büchlein. Und das ist einfach ein Notizblock. Ja, da könnt ihr ein paar Sachen reinschreiben. Thank you, Mark. Das ist wegen dem Panzer. So, ich hatte nämlich beides verwechselt. Ja, ich habe nämlich gedacht, weil das Cover sich ein bisschen ähnelt, wenn man mal schaut.
ne, wisst ihr Bescheid. Aber sehr, sehr cool auf jeden Fall. Es geht aber noch weiter. So, dann machen wir. Hier ist ein Stift. Oh, da, das ist ein Missgeschick anscheinend gewesen. Aber dieser Stift, der kann etwas Besonderes. Und zwar, es sieht ganz aus wie ein ganz normaler Kugelschreiber. Ja? Ihr seht, man kann den auch mit zeichnen. So, aber hier hinten ist ein Pornöppel drauf. Und dieser Pornöppel, den kann man an seinem Smartphone nutzen. Seht ihr? Den kann man richtig gut, damit man die ganzen Wurstfingerabdrücke nicht hat. Ja, sehr, sehr cool. Auch interessant, wenn man an einem Tablet zeichnet, kann man das auch einfach machen. Ja, eine tolle Idee. Vor allem für die Community, seid ihr alle so kreativ. So, dann haben wir hier drüben noch zwei Presscodes und langes Haar, wem auch immer das gehört. Das von Curry, der war gestern Abend mit mir im Zimmer. Dann haben wir noch hier zwei Presscodes, ja, mit Premium-Sachen zu Wall of Tanks und Wall of Warships. Kennt ihr ja, das sind ja die Games. Und ein richtig schönes Goodie-Bag. Ich finde sowas immer cool, weil das eine schöne Erinnerung an den ganzen Tag ist. Und hinter uns, wir sind gerade im Queen Elizabeth II Center, welches ziemlich zentral von London liegt, ist dort, ja, der Big Ben. Der Big Ben ist ja nicht der Turm, man sagt es ja immer nur. Aber um es jetzt verallgemeinern. Dann haben wir da drüben das London Eye. Da hinten kann man was vom Finanzdistrikt sehen. Hier haben wir, ich weiß nicht, ob man das sieht, die Westminster Abbey. Also schon sehr, sehr schön und man hat wirklich einen super Ausblick. Ja, das war's dann mit dem Unboxing. Ich weiß, dass wir uns gleich vielleicht noch den anderen Panzer angucken oder wir waren uns den schon angucken. Also es kann sein, es kommt noch oder es kommt nichts mehr. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen erstmal. Und ich werde den Curry jetzt zusammenwickeln, in das Panzerrohr stecken und ihn dann Richtung Kleve schießen. In diesem Sinne, Daumen hoch. So, das war unser Tag im wunderschönen und sonnigen London. Eine Ausnahme diesmal, ja, sonst ist es immer nur am Regnen und man hat immer Pech mit dem Wetter. Aber ich muss sagen, es war ein ziemlich interessanter und spannender Tag. Wir haben Panzer gesehen, die hinter uns noch stehen. Einmal der Mark I und einmal Devils noch was. Ich habe den Namen gerade vergessen. Also ein modernerer Panzer. Challenger. Und wir sind ja jetzt hier bei einem Wall of Tanks Event gewesen. Da gab es ja dann eine Pressekonferenz zu den ganzen Sachen, haben wir ja schon ein bisschen erklärt. Wir konnten ein bisschen was spielen. Wir haben heute gesehen, wie der Mark I durch London gefahren ist. Ja, und es war auf jeden Fall eine tolle Reise, oder? Ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir an der Seite. Ne? Das war sehr, sehr toll und ich würde es immer wieder tun. Jetzt meine Frage, wie findest du denn, wenn man Panzer und so weiter sieht, ist es ja toll, dass man es dann sieht, aber man muss bedenken, es ist trotzdem eine Kriegsmaschine. Ja, klar. Also das darf man natürlich nicht vergessen, dass diese Dinger momentan auch wirklich im Einsatz sind. Ne? Ja. Deswegen sollte man das auch alles nicht irgendwie so verherrlichen und sich das da vorstellen und sowas. Ja. Ne? Also es sind immer noch, man kann sich da vorstellen, man kann sich das angucken, ja, man sollte sich interessieren, aber man sollte auch im Hintergedanken haben, dass das natürlich eine Kriegswaffe ist. Natürlich. Ne? Also man sollte, wie gesagt, sich da jetzt nicht irgendwie da vorstellen, dass das jetzt putzige Wagen sind, die irgendwo rumstehen und dann einfach nur da rumstehen und nichts machen. Also das sind halt Dinger, die Leute töten. Ne? Und deswegen. Interessant ist ja, dass der rechte Panzer, ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht, so modern ausgestattet ist, dass es gar nicht so ist, dass der sich jetzt irgendwo hinstellen muss, in unmittelbarer Nähe. Auf jeden Fall sind die nicht auf Konfrontationskurs, wie der Mark I natürlich, der im direkten Kampf immer war. Die Dinger heutzutage, die haben natürlich eine viel größere Reichweite. Ja. Deswegen ist das nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ne? Auf jeden Fall ein spannendes Thema, ein spannender Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben zum Schluss noch was Tolles bekommen. Hast du denn den USB-Stick gerade noch? Kann man dir mal ganz kurz zeigen, ja? Ich glaube, den habe ich hier sogar drin. Einen wunderschönen... Wunderschönen USB-Stick. Die Sonne scheint, deswegen gucke ich so böse. Hier. Das ist ein Flaschenöffner und USB-Stick in einem. Sehr toll. Vielen Dank an Wargaming für den super Tag. Ich muss die Augen zudrücken, weil die Sonne scheint genau in unser Gesicht. Und wir Gamer kennen ja keine Sonne. In diesem Sinne, sollte ich irgendwas in dem Video falsch gesagt haben, egal. In diesem Sinne... Höre ja das letzte Wort. Wir sind Touristen und keine Fachleute, ne? Es war sehr schön, liebe Grüße da draußen. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite an Wargaming für die wunderschöne Reise. Tschüss!